Miriam Knirsch, bin 36 Jahre alt und arbeite bei der AWO im Hans-Schwonzel-Haus in Würzburg. Ich habe erst als Arzthelferin die Lehre gemacht, war dann lange Zeit daheim wegen den Kindern und bin dann wieder zurück in die Pflege, wollte einfach wieder raus von zu Hause und bin dann eben in die stationäre Altenpflege gegangen. Bin gerade zur AWO gegangen, weil der AWO es egal ist, was für einen religiösen Hintergrund man hat, ob man getauft ist, ob man nicht getauft ist, wie man aussieht, was man für eine Lebenseinstellung hat. Die AWO ist da sehr weltoffen und engagiert sich eigentlich für jeden.